Kennst du dieses kleine Helferlein für die Tasche oder für den Rucksack oder vielleicht auch für den Gürtel? Dieses kleine Teil kommt von der Firma Tatonka und wenn du wissen willst, was es kann und ob es auch etwas für dich ist, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebensgrund, schön, dass du dabei bist. Na, da ist es nun, dieses kleine Teilchen von der Firma Tatonka. Und ja, das Teil ist sehr, sehr klein, ist sehr, sehr leicht, ist extrem kompakt. Ich gebe da auch unten natürlich den Link in meinen Shop, schau dir die technischen Daten an. Aber da gibt es einen Clip, um das Teil zum Beispiel in ein Molle-Schlaufensystem einzufügen oder am Gürtel oder an einem, ja, zum Beispiel einem Tragegurt, ja, um das festzumachen. Das ist einmal Punkt A. Die andere Möglichkeit ist, dass du es tatsächlich mit diesem Karabiner hier, ja, mit diesem Karabiner hier irgendwo anhängst oder an einer Molle anhängst oder da gibt es ja 100.000 Möglichkeiten, um das zu verwenden. Aber es ist die Frage, was ist das überhaupt? Ne? Was ist das überhaupt? Eigentlich hat die Firma Tatonka sich vorgestellt, dass das ein Flaschenhalter ist. Und das ist es natürlich auch, denn du machst es mit einem Zip-Verschluss auf. Ist kein zwei Wege, braucht es auch nicht, ein einziger Zip. Und dann kriegst du hier eine Flasche unter. Also zum Beispiel eine PET-Flasche, halber Liter, geht sich hier locker aus. Die Nalgin-Flasche, die dicke, fette Nalgin-Flasche, die geht sich ums Erzau, wie man in Österreich sagt. Also leider nicht ganz aus, das ist so. Aber die dünne wiederum, das geht sich alles gut aus. Geh in meinen Shop, schau dir das an, da kriegst du auch die Daten, wie groß das hier ist und was alles reinpasst. Dann hier oben ist noch einmal die Möglichkeit, das Ganze auch zu verschließen. Und da komme ich jetzt gleich dazu. Also ich stehe auf Multifunktionalität, Multi-Use, und das Teil hat Multi-Use. Denn du kannst hier in diesem kleinen Fach hier, hier hinten, auch noch einmal Ausrüstungsteile einbringen. Ja, aber pass auf, das hat hier ein Loch. Ja, das hat hier ein Loch und würde dann bis ganz nach unten hier fallen. Aber irgendwas reinstecken, irgendwelche, weiß ich nicht, ein Messer oder irgendwas Längliches, was da reinpasst, eine Taschenlampe oder so weiter, auch das ist möglich. Und speziell im zusammengemachten Zustand fällt natürlich gar nichts raus, weil da ist verzippt und dann hast du hier noch ein weiteres Fach. Aber, und jetzt kommt der weitere Multi-Use. Zum Beispiel bei meinen Überlebenstrainings haben die Leute immer wieder das Problem, dass wir herumgehen und sie müssen irgendwelche Ressourcen sammeln. Birkenrinde oder wir arbeiten Kinnspan aus Fichten raus zum Beispiel. Wenn dich übrigens das Thema interessiert, Survival Training, gebe ich da unten den Link bei einem Live-Training bei mir in Österreich oder bei meinem Survival Coaching. Da bringe ich dir genau diese Sachen Stück für Stück bei, wenn dich das interessiert. Aber die haben oft das Problem, wo gehen wir das hin und Zunder und überhaupt und Klopapier sammeln und bla. So. Das ist eine Lösung. Es gibt natürlich auch andere, ich glaube Dump Pouches heißen die auch von Tasmanian Tiger, gebe ich da auch den Link in meinen Shop, gibt es natürlich. Aber die sind manchmal so groß und der hat ja eine optimale Größe, weil wie viel Zunder brauche ich denn? Handballgröße ungefähr, das ist eh schon gut. Manchmal muss es mit weniger auch gehen. Aber das kriege ich alles da rein und bin flexibel und kann auch, wie gesagt, eben einen Flaschenhalter. Ich finde das super. Ich finde das wirklich super. Du kannst das auch am Gürtel machen, ja, dass du das am Gürtel trägst und dann eben aufmachst, sobald du es benötigst. Ein tolles Teil. Link natürlich stinkige Eigenwerbung hier bei mir im Shop. Daumen nach oben oder nach unten, Kommentar bitte, Abo, ein paar andere Videos. Es hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein Reini Rossmann. Bis bald und ciao.